Shaheen Najafi is one of Iran's biggest pop stars, but lives in complete secrecy. After making controversial music that offended his government, Islamic clerics sentenced him to death. و خواننده هم میگوید من هیچ کجا امنیت ندارن. Manche Leute können angreifen und manche verteidigen. Ich kann ruhig angreifen. Filmmaker Till Schauder follows an artist on the run. Was ist das? Weiß nicht. Pass auf. Bombe. Ich habe auch keine Probleme mit Islam. Islam hat mit uns Probleme. When God sleeps. Now only on Independent Lens. Ich war mit einem Freund zusammen in Iran. Plötzlich lief Musik von dir. Und ich habe es halt irgendwie erkannt und habe ihm dann gesagt, ja, das ist doch Shaheen Najafi. Und meinte er, was, woher kennst du den denn? Und dann habe ich erzählt, dass wir dich eingeladen haben. Er meinte aber, ich darf es nicht viel erzählen, weil verboten und so. Shaheen Najafi ist ziemlich jung gewesen, 25, als er mit seinen Songs bei der iranischen Regierung viel Aufsehen erregt hat. Und ist seitdem zu einer Stimme der iranischen Jugend geworden. Dann jetzt Applaus für Shaheen Najafi. که تو این سرزمین نشوم راهم به قبر و سنگ گرانیت میرسه هر روز به قتل میرسم و شعر من فقط به انتشار شعله کبریت میرسه تنها به جرعه های فراموشی دل خوشم کلی کفر پیر زن و شق کرد و من با اون تبر فرشته الهام می کشم پیمت می کنم مثل یه بطری شراب که وقتی پاش بیفته یه کاکتل مولوتوفه که مجرم فراری شدم که تو زندگی در دیره که گاهی
هلو برنامه میذاریم بریم این سر ترکیه تا سال دیگه. نه شاید تمام آن نمیشه فدا میشه من میمیرم از تشوره. چرا یه آشکی میذاریم میریم این ترکیه؟ تلفون همه کنترل نکرده کی؟ یه جوری به چیزی نه خبر میدیم همه همین میکنیم دیگه. نه بابا اونا پای تلفون این که اون که اون به اون میگه مگه اونا خرن اینطوری بخواییم به ترسیم که دیگه چیز میشه میکنش خواهد؟ حالا بزن ولی میتونیم فکر کنم برنامه ریزی بکنیم. فلفل اک برو بگی بخواب تو جو تو برو خواب خیلی حواست باشه بخواییم فیلم بذاریم بیا خونه بعد هم فیلم باشه باشه چشم ich komme aus Nordiran ein kleine Stadt am Kaspischen Meer. Als ich 13 Jahre alt war, bin ich ein bisschen anderes als die andere. In Schule, in einfach Gesellschaft. Ich wollte etwas machen, das ehrlich ist. Die Gitarre hat mein Leben geändert. ما در مقابل تهدید میکنیم. هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران باید خود را آماده دریافت سیلی های محکم و مشت های پولادین کند. آیت الله علی خامنه‌ای has repeated the death sentence against the author Salman Rushdie after the publication of Mr. Rushdie's novel The Satanic Verses. Mr. Rushdie, he said, had committed blasphemy. He would have to be executed. با 21 ضرب کارد بزرگ آشپزخونه فریدون فرخزاد سلاخی می شود. سه نفر با قرار قبلی به عنوان مهمون آشنای فریدون فرخزاد اینا خونش. جسد فریدون فرخزاد بعد از دو یا سه روز کشف میشه و تیکه تیکه خلاصه در گونی ریخته میشه و برده میشه. من و تران در هم خطیبیم تو دگر چیزی ندیدیم. میخوان دوشب Ich habe Probleme mit der Regierung gehabt, mit dem Geheimdienst, wegen meiner Musik. Die rote Grenze war die Religion. Ich habe diese Grenze übertreten. Dann ich dachte, ja, vielleicht für einen Monat oder zwei Monate muss ich nach Türkei fliegen. Dann, wenn alles wieder ruhig ist, komme ich zurück. Aber als ich in der Türkei war, ich habe mit meiner Familie gesprochen. Sie haben dort gesagt, dass du ein Urteil bekommst. 100 Peitschenhiebe, 1 Million Toman und 3 Jahre Knast. Und ich wusste, kann ich nicht wieder nach Iran. سال پیش من خونده بودم بعد امسال گفتم که خب شاید وضعیت یه مقدار از
اما نگاه بکنی خیلی جالبه، من آلمانی فارسی دارم با هم دیگه پیش میریم. این کار من نیست، به افتخار اوتا. فورا تو میدونی من چی میگم، من قاطی خلقیم که فقیر آسف آسف نیستا، به خدا از همونجا آمدم. مود خوب و بوی و عود دود و دیویدی مودی حال و لب تو هر موزیک ملو و لب جل و پوست و گول سینه یه سیلیکونه تو هر نه بذار بعدم میام چه زیگاره نه میشون سیگاره برمان نه برمان سیگاره بیا بذار آقا این در برمان علم شهری هم یه دفات بزنیم آره لبیم بیا تو اسکول چی اینو بود یک بالا؟ کدوم اسکول؟ اصلا خراب شد از مرکی بابا خجی، منو نگاه کن، تموم شد رفت چی شد؟ هرکی میتونست باشه، ممکنه نمیتونست آه، ایفای، ولی بله مهم نیست شاهی کجا نشستی؟ روی دستشویی ببین، شهریه بیشتر به خاطر اینکه پسر من به صحنه نرفت یا برای اینکه به تو مشروب داد هر دو داشت ولی من اوکی هم آخه، مشکل سر اینه دقیق داری لاب این؟ این چه اسم زیبایی داره؟ لاب این که؟ گلیمت انگلیش نوازشتنده واو جان تو من میگویی؟ نه نه، اسم اون نوازشتنده به من میگوله بعد از مرگ من میتونی بگی من با شاهین در توالت مصاحبه کردم. این مرد خیلی برای من معنی داره. الان که یه مقدار لوکا هستم میتونم بگم. سال پیش تو چه استرسی بود. هیچ کیو نداشتیم. Ich habe noch nie als Manager gearbeitet für irgendjemanden. Aber ich habe gemerkt, dass Chine Unterstützung braucht. Und daraus ist dann so eine Beziehung wie so ein großer Bruder, kleiner Bruder entstanden. Shahin ist 2005 aus dem Iran geflüchtet über die Türkei. Dann, es war 8 Jahre später, hat sie das Lied Nari zu der Fatwa geführt, zu 100.000 Dollar Kopfgeld. Ich frage mich, wie man dann weiterschreibt. Also Nari war für mich ein erste Erfahrung. Also Nari ist ein Imam? Ja. Und ich sage dir ja, Nari, warum wir haben zum Beispiel so viele Probleme im Gesellschaft, politisch, alles. Aber die Direktheit und wenn du etwas stark sagst, das ist verboten bei unserer Kultur. Du musst richtig anbieten. Und ich sage immer, ich habe auch keine Probleme mit Islam. Islam hat mit uns Probleme. و خواننده هم میگوید من هیچ کجا امنیت ندارم. باید بگیم با خوندن این شعر مردن، نه این که میمیرن. شهریان هت میشه انگوفن هت بوده تو هست این تودوز اوتایل گکریکت. Wir sind zusammen zu der Polizei gegangen. Der Polizist hat nicht richtig verstanden, was eine Fatwa ist.
Gesetzlich mussten wir erstmal eine Anzeige machen. Wir haben diese Ayatollah angeklagt. Da hat mir gefragt, der Beamte, wer ist er und wo ist er und wie alt ist er? Ja, das ist ein Ayatollah im Iran, über 90 Jahre alt, ich weiß nicht. Günter Wallraff hat viel Erfahrung mit solchen Situationen. Er hat Salman Rushdie vor ein paar Monaten versteckt. Als Salman Rushdie hier war, natürlich höchste Sicherheitsstufe. Vorne waren gepanzerte Wagen und hier hatten wir dann Hinterausgang. Als ich erfuhr, dass Schein um sein Leben fürchtet und er auch den Eindruck hatte, dass es von hiesigen politischen Stellen gar nicht wahrgenommen wurde, da fühlte ich mich angesprochen und habe gesagt, hier kannst du in Sicherheit erstmal leben. Da er ja nun auch steckbrieflich in iranischen Medien bekannt war, hatte man bereits seine Adresse, wo er ursprünglich wohnte, ausfindig gemacht. Also habe ich ihm sehr schnell klar gemacht, hör mal, veränder dein Aussehen. Ich habe eine gute Maskenbildnerin. Dann war doch das Problem, er braucht einen anderen Namen, eine neue Identität. Ich war 4 oder 5 Monate bei Gunther. Das war total langweilig. Schein hätte hier so lange wohnen können, wie er wollte. Er wollte aber dann irgendwann auch eine eigene Wohnung haben. Ich konnte ihm eine besorgen, die verhältnismäßig sicher ist und wo er nicht auffällt. Du kannst nicht wie früher weiterleben. Ich habe eine Spray gekauft und ein Messer gekauft. Diese Angst ist wie meine Hand. Es ist ein Teil von mir. Acht Jahre war ich in Deutschland und ich habe überhaupt keine einzige Interview mit deutschen Medien gehabt. Tod und der andere Mensch wegen eines Songs. Ich mache weiter. Ich bin nicht mit meinen Liedern berühmt geworden. Saddam durch die Fahrt. Was ist das? Weiß nicht. Bombe. Muss raus.
hab doch nicht so geparkt. Das kann nicht sein. Ja, ich habe auch nicht gesehen. Wir haben nichts gehört, oder? Nee. Ist frei? Leute können angreifen und manche verteidigen. Ich bin ein Mensch von der ersten Typ. Ich kann ruhig angreifen. Dass du mit solchem Bart darfst einen Antritt machen zu den USA. Was? Mit solchem Bart. Im Flughafen. Was hat mit meinem Bart? Die denken, du, vielleicht du bist Islamisten oder so. Ja, die Islamisten haben noch solche Dinge. Die Islamisten tragen Krawatte oder? Ja. Also, kaufen oder nicht kaufen? Kaufen, Mann. Kaufen. Muss kaufen. Okay. Passt zu mir? Die sind wie Kuh, Mann. Nach dem Fatwa, jeder von meinen Band hat mich verlassen. Außer Macho. Wir vertrauen uns. Ich habe damals nie gerechnet, dass die Geschichte von Nari wird so groß. Ich wusste nicht, was kam zu mir. Mein Name war auf Cover von Nari. Ob ich einfach als Ziel gestellt war oder nicht. Und meine Eltern wohnen auch in Teheran. Ich habe gesagt, vielleicht die gehen auch gegen meine Eltern was machen. Nach der Fatwa war es schwer, neue Musiker zu finden. Alle hatten Angst. Sen bir
67 قابران سلام من برسون بدون دمتي Das ist übertrieben mit diesem ganzen Dings. Was fandst du übertrieben? Dass die danach noch weitergemacht haben. Also ohne Rücksicht auf Verluste quasi. Mit den Karikaturen. Ach so. Das eine ist halt eine Meinung zu sagen, aber noch mehr in der Wunde zu bohren, so nach dem Motto, das fand ich halt ein bisschen unnötig. In unseren Breitengraden ist das nun mal in der Kultur verwurzelt, dass wir eben auch drüber lachen können. So, egal, wer was glaubt. Ja, also momentan mit diesem extra Level an Gewalt, was es gerade gibt, finde ich, kriegt man schon so einen Bammel so ein bisschen, weil es gibt eine Gegenbewegung, mit der man nicht reden kann, die einfach blind ist, so Maschinen irgendmäßig. Das ist Quatsch, wenn wir sagen, ja, wir müssen Respekt haben gegen Islam. Warum können wir mit Moses oder Jesus Spaß machen, aber nicht mit Mohammed? Es muss zwischen Regierung und Religion getrennt werden und auch Religion machtlos werden. Aber macht halt immer alles so lange, bis einer weint. Das haben die Eltern immer früher gesagt. Ich nenne mich irgendwie naiv, aber ich nehme es nicht ernst. Ich glaube, das sind irgendwelche kleinen Würstchen, so, die zu früh nicht Liebe von ihren Eltern bekommen haben und jetzt denken müssen, sie müssten irgendwelchen anderen Leuten drohen. Für mich ist das irgendwie Kinder. Aber diese Kinder passiert natürlich in Paris. Das darf man nicht leugnen. Wenn ich schlafe, versuche ich immer so wachsam schlafen. Also nicht so tief, wenn ich allein bin. Und der Messer ist immer hier bei mir. Wenn ich so schlafe, ich stelle mich immer so vor. Dann, das ist die Frage, wie kann diese Person reinkommen? Sie müssen entweder mit Pistole sein oder etwas mit einer großen Sache, dass die meine Tür ausbrechen kann. Ich probiere manchmal, ja. Messer ist. Wenn Lele hier ist, dann schlafe ich ruhiger, ja. Lele war für mich wie ein Geschenk. Ich habe sie 2012 in Los Angeles getroffen. Sie war eigentlich nicht mein Fan. Sie war ganz cool. When I first met Cheyenne, he had a talk in California. He came to me, he was like, you want a picture? And I said, no. Like, okay, so why are you staying here? I was like, I'm staying for my friends. And he was like so pissed that I didn't care about getting a picture. My grandfather was the first prime minister of Iran after the revolution. Der gehört zur National-Islamistischen Partei Nehzat-e-Azadi. Ihr Vater gehört auch zu dieser Partei. Eine Familie, die Muslim sind und konservativ. Und jetzt ist seine Tochter mit jemandem zusammen, der Anarchist ist. Schau,
Good morning, sunshine. When you is sick. You are. When you are. When you is not. When you feel bad or you, when you are. Ach so, ja. When you're sick. Okay, when you are sick, I am out control. Merci. Ich von Unterschicht. Ihre Schicht ist obere Schicht. Ich bin gegen die Religion. Die sind religiös. Wir beide dachten, diese Beziehung kann überhaupt nicht passieren. Wie Penis aussieht. Ja, sowas haben wir. Also zumindest so ähnlich. Ja. Wenn Sie hier den dritten Gang links reingehen, ja? Dann bis ganz hinten durch auf der linken Seite liegt das. Ja, okay, danke. 1, 2, 3. Wie kann man? Kann man das sagen? Super. Können Sie so rausgeben? Mama Nobel. Geht um Tennis. Das Problem ist, Mama ist auch Abkürzung von Mama. Mama Nobody geht um den bedingungslosen Glauben. Der Penis repräsentiert für mich selber die Männerdomäne einfach in dieser Religion. Dass da die Frauen wenig einfach zu sagen haben und auch wenig Rechte haben. Aber ich glaube nicht, dass das Video provozieren würde. Mama Nobody might piss off a lot of people. I was like, they're gonna kill you. He said, I don't care. That was his answer. He said, I don't care. Whenever we're apart, I have nightmares about him getting attacked or shot. But when I'm with him, I think I can protect him. Das darf man nicht bei Koran singen, so. Wenn du etwas
göttisch, heilig singen willst, das muss mächtig sein. Und auch nicht so. Das klingt ein bisschen erotisch. Das ist kein Koran mehr. Siehst du? Jeder Meister bei der Koran-Rezitation, die haben eigene Richtung, eigenen Charakter, wie Bach, wie Mozart. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي Im Iran als Musiker, ich habe zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder in Hochzeit und solche Veranstaltungen auftreten oder Koran zu singen. Dann dachte ich, mit Religion kann ich unsere Welt besser verstehen. Ich war jeden Tag in Moschee. Aber mein Charakter ist so, ich bin radikal. Wenn ich etwas beginne, dann werde ich weitermachen. Ich wollte Mullah werden. Jede Woche, wir haben alle zusammen Koran gesungen. Dann, wir haben einen Gast aus Teheran gekommen. Ein ziemlich bunter Müller. Und er hat Besonderes auf mich konzentriert. Und er hat gesagt, ja, so, du hast heilige Stimme und du kannst viel für Islam machen. Aber meine Familie könnte nicht vorstellen, in unserer Familie einen Mullah haben. Weil sie in Politik und auch Gesellschaft sich einmischen. Meine Familien haben gesagt, wenn ich Mullah werde, muss ich meine Familie vergessen. Ich habe ein gutes Gefühl eigentlich. Ja. Ferya, ich liebe dich. Chetaru Daji. Geil. Geil. Ja, Hammer, Hammer. Daji, ich war nicht so lächerlich. Überhaupt nicht. Ich bin total stolz auf euch. Ja, ich bin auch stolz auf dich. Dann viel Spaß euch, okay? Ja. Bis dann. Bis später. Schein. Ja. Bis dann. Ja, alle sind zufrieden. ما که این آلبوم ساد منتشر شده نشون میده که اصرار بر جرم و وارد شدن فتوا دادن و حکم مسلم اسلام هست و مجددن هم از فروردین ماه ای خوک پست ای حرام کافر شیطان پرست گردنت را حضرت عباس ما خواهد شکست Ich muss irgendwie mit Zuschauern etwas Sicherheit geben. Weil bestimmt, sie haben viele Angst. Ja, natürlich.
3 Tage, nachdem das Album rausgekommen ist, hat Shahin eine E-Mail bekommen mit einer Webseite drin. Da wurde eine Drohung ausgesprochen gegen Shahin und auch gegen die Leute, die das Lied dann hören. Shahin hätte wieder einen Propheten beleidigt. Und das Nari-Kopfgeld wurde wieder erhöht auf 500.000 Dollar. Ich hasse, wenn ich abschieden muss. Aber ich kann nicht vorstellen, jemand wegen was ich gemacht habe, ins Leben kommt. Ich will mit Layli sein und auch ein sicheres Leben haben. Aber genau in diesem Punkt muss ich weitermachen. Nach der Veröffentlichung von Mama Nobody werden wir auf Tour gehen. Das erste Konzert ist hier in Köln, schon in ein paar Wochen. Wir haben den Staatsschutz benachrichtigt. Die muss entscheiden, ob wir das Konzert absagen oder ob die das dann schützen können. Wir sind schon da. Ja. Schönen Tag. Hallo. Hallo. Sie sind der Herr Najafi? Ja. Wir führen das Sicherheitsgespräch mit Ihnen. Aber wir sind ja auch betroffen. Ja. In der Geschichte der Sache. Wissen Sie, darf ich das nicht bekommen? Nein. Kein Problem. Also es gibt wieder eine Finanzierung. Aber im Kontext bezieht man sich auf die Drohung von 2012. Deshalb spreche ich nicht von einer konkreten Gefahr, sondern von einer abstrakten. Weil niemand da konkret sagt, ich mache es jetzt. Ja, aber ich habe 3 Jahre versucht, so leben. Und psychologisch kann ich mich auf mich nicht mehr beherrschen. Die Polizei hat uns gewisse Regeln erklärt. Wenn du zum Beispiel irgendwo hinfährst, immer gucken, wer dir folgt. Und wenn du irgendwo in einen Wagen einsteigst, immer achten, dass nichts verändert ist an deinem Wagen. Sie sagen, die Gefahr ist abstrakt. Warum? Weil wir keine Hinweise haben. Sehr nett von denen. Ja. Aber meine Frage ist, welche Gefahr ist gefährlicher? Wenn wir wissen, was kann passieren, oder wenn wir nicht wissen, was kann passieren? Warum wir zu? Ino, Juan Gordoche. They know what they are doing. They know what they are doing. Do you love me? Do you, do you? Do you need me? Do you, do you? Do you want me? Do you, do you? Meine Mutter war ein
typische persische Frau in meiner kleinen Stadt. Sie war alles, was ich hätte. Maman Jan, الان چه احساسی داری دیگه لحظات آخر؟ بس پسرم گه از تو دورا بانده. Ihre große Erfahrung war Reise nach Deutschland, um mich zu besuchen. مامان، ولی دیگه الان دیگه اونجوری که من متوجه شدم خیالت دیگه راحت شده از اینجا ما رو دیدی. دیگه به قول معروف با خیال راحت میری صفا کنی. انشاءالله. Was ist das? Mein Fan hat geschafft, mit dieser Person von der Site-Inhaber Kontakt aufnehmen. Und er hat Stimme von der Site-Inhaber aufgenommen. شخص شاهین نجفی هدف اصلی برای ماست. اصلا هم تعداد تلفاتش مهم نیستش. نقشه تولید اون ماده منفجره در اختیار شما قرار میگیره. آموزش های کافیش هم به شما داده میشه به صورت اینترنتی. ظرف مدت 15 دقیقه شما میتونید این ماده رو آماده بکنید. همزمان با شما هم دوستان دیگر ما هستن که اعلام آمادگی کردن. Haji, das müssen wir sofort mit Polizei in Verbindung lassen. Und ich will nur eines wissen, was sagen Sie dazu? Das ist auch abstrakt oder nicht? Das ist keine Kinderspielerei. Die planen nicht nur mit diesem Mensch, was wir gehört haben. Die planen mit anderen Menschen auch, dass wir die nicht kennen. Ja. Überleg mal, wir gehen ein Konzert machen, dass es passiert. گفت ما مسئله رو داریم پیگیری میکنیم ولی ایمیل یکی برای ما فرستاده صدای اون پسر است که تو ایرانه نه اونو برای من بفرست بس آره این چیزی نیست که الکی ممکنه گوش بکنی اعصابت خرد بشه چیزی نیست شو بین مت پاپا گفت این دیگه و این موتیواسیون ما نیست اون موتیواسیون فلو ویر موسن ویتر فارن Wenn Polizei uns sagt, ihr dürft nicht auftreten, dann das ist eine ganz andere Sache. Ja, für dich wäre es was anderes, Shahin. Was? Warum müssen alle genauso wie du sein? Ich kann nicht wie du sein, ich bin jemand anderer. Wir müssen auftreten. Das ist... Und... Shahin, hör auf damit. Es ist gefährlich. Ich hab dir gesagt, Schein. Du kannst geben, ich muss mit Band reden. Ich muss auch extra mit Majid reden. Natürlich. Und ich muss auch mit Leli reden. Ich muss alles beruhigen. Deswegen müssen wir vernünftig und ohne Emotionen. Weiß ja, aber Schein, das ist Gefühl, was ich heute habe. Das habe ich seit 3 Jahren. Ich habe immer meine Gefühle immer verbergen. Na warte, ich habe immer meine Gefühle immer verbergen müssen, weil ich wollte eure Arbeit nicht beantworten. Jedes Mal, wenn ihr unterwegs wart, du und Shahir, ich habe kaum schlafen können, kaum essen können. Das ist total Missverständnis, Sari. Ich wollte nicht so sagen. Warum? Ich verstehe nicht. Warum diskutieren wir überhaupt? Ja, dann lass das. Shahin will sich durchsetzen überall.
Es sieht alles wie so ein Kampf halt. Auch gegen seine Freunde. Aber das ist halt so ein Schutzmechanismus. Der hat Angst. Shine war hier bei uns und ich habe einen Anruf bekommen und war erstmal geschockt, weil ich wusste halt, wie er an seine Mutter hängt. Ich wusste halt nicht, wie ich das ihm jetzt beibringen soll. Irgendwann saßen wir halt ganz still da und ich habe halt gesagt, Shine, ich habe die Nachricht bekommen, dass deine Mutter tot ist. Mama? Ich habe Leylas Vater einen Brief geschrieben. Ich habe gesagt, ich habe eine Gelegenheit nach meiner Mutter, dass sie gestorben ist, jemand richtig lieb. Und lassen Sie uns bitte zusammen sein. Ich weiß nicht, wie kann man von Murin. So wie Solidarität aufruft, versuchen wir, die Saal irgendwie voll zu kriegen. Wieder einmal wird der iranische Musiker Shahin Najafi mit dem Tode bedroht, weil er in seinem neuen Album angeblich den Islam beleidigt. Nee. Islam kritisiert. Weg. Wir haben Respekt vor dem Mut von Shahin Najafi. Es ist zu viel Shahin Najafi drin, oder? Ja. Ja, hallo? Ja, das ist meine Handynummer, ja. Wenn irgendwas wirklich Dringendes ist, dann rufen Sie halt ganz normal über die 110 an. Aber wenn Sie jetzt irgendwelche Fragen haben, die Wache liegt 24 Stunden da. Ja, super. Ich danke Ihnen. Ah, ja. Okay, und die gucken auch vorher in dem Saal? Alles klar. Dank dir. Kommt Polizeischutz. Was? Polizeischutz. Die kommen morgen. Schön. Oh, ich muss weinen. Ich bin total glücklich. Das ist ein Die Verhaftung im Iran wird immer schlimmer. Ein Mädchen hat 14 Jahre Haft gekriegt, weil sie ein paar Songs von mir auf ihrem Telefon hat. Shahin Jan, Berahat Edame Wille, Tahit Cheese, Asnani Vogi, Hunar, Kemmeshad, Sherry. Dahaneman, die Gerpayan Barne Michahan, Satir Hai Michahat, Kehutut Germese Chodayan Rabe Maschere Begiran. Sherry. تا پای دار آی دار تا پای دار ما همه مرتدیم ما همه شاهین نجفی هستیم قسمت میدم که خسته نشو Ich kann das Köln-Konzert leider nicht spielen, weil ich da einen anderen Gig zugesagt habe. Dafür habe ich dann den Simon gefragt, einen super Drummer, den ich auch für andere Jobs frage. Ich habe ihm nichts von dieser Gefahrenlage in dem Zusammenhang erzählt. Ich habe ihm einfach gesagt, hey, da gibt es einen geilen Job zu spielen.
سلام منو برسون مثل یه داغش بگو زندگی جهنمه تو خوبی تو بش بگو بپرس گاهی حال ما زنده ها رو بگو بگه وضع ما رو اگه دید خود حال باتر جان مجید دست فید زو کمپلیسیت einmal pause machen ne warum du geh mir einfach direkt rein du kannst nicht mehr konzentrieren meine situation ist ganz anderes als eure situation mhm. er könnte entscheiden aber wenn die saal absagen unsere auftritte dann ich bin verpflichtet allein mit einer gitarre vor dem saal mein konzert machen ja, ja. okay Okay, jetzt wir üben, danach denken wir. Ich habe damit nichts zu tun und es ist schon ein komisches Gefühl jetzt auch. Und ich habe echt überlegt, ob ich das Konzert absagen soll oder nicht. Es macht mir nicht so viel aus, dass ich deshalb jetzt die Arbeit sofort ablegen würde. Das wäre, glaube ich, falsche Antwort auf. Einschüchterungsversuche. Majid? Alle. خب بگو چی شده؟ بعد تو چی سیمو گفت من با این شرایط میخوام ابزاری کنم. این یه مطلب. آرش میکنم. یعنی چی؟ یه روز مونده مگه میشه لغو بکنه؟ بحث سر یه چیزه بحث این که ما اثبات داریم میکنیم که من یک قدم عقب نمیکشم الان هم که تعارف نمیم به همین کسانی که در واقع میخواد به همین سیستم روبروی ما که میخواد ما رو با ارعاب و تحریک و ترس و توهین و تشر سر جامون بنشونه این کاری که تو داری میکنی اسمش من میذارم قلدری کله خری نمیشه اصلا کنسل کنیم عزیزم کنسل بکنیم همه جا کنسل باید بکنیم پلیس نمیتونه کنسل کنه چرا کنسل بکنه چرا یه نفر یه چیزش بشه مسئولیتش با پلیسه قضیه این شکلی که من دیشب تقریباً 6-7 ساعت تنها فکر کردم به این قضیه آفرین دی فرانتورتیشکایتن واس ایش اینفاخ این من لیبن هابه فور آلم من ماما دی واینن آن تلفون مجید تو موست ایش میر ارزلن دو هاست دایم فرایهایت نه کلار داس ایش دور کلار ون دو ویلست داس ایش نور وگن اونزره دو بیست دابای ون دو نیش کنست دان Das ist eine Entscheidung und bist du raus. Ja, ich glaube, ich komme morgen nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich einfach entschuldigen muss, aber... Nee, Mann! Das musst du einfach... Ich weiß, dass du für meine Entscheidung Respekt hast. Ja, natürlich, das Mann. Was sagst du denn? Das ist kein Problem. Vergiss einfach. Ben, kann ich kurz mit dir reden? Pass auf, Morgen, ich glaube, wir müssen ich, du und Michael spielen. Und Majid kann nicht dabei sein. Er kommt nicht. Nee. Ach, krass. Hat er jetzt Angst bekommen? Er hat seine Gründe, persönliche Gründe. Okay. Ja, also dann machen wir akustisch mit Kontrabass. Ja. Kannst du aber für mich etwas Gefallen tun?
Ja, was denn? Sag bitte Michael auch Bescheid. Ich kann nicht jetzt mehr reden. Okay, mach ich. Okay, ich danke dir. Kein Problem, bis danke. Morgen. Niemand kann sagen, genau in dieser Sekunde habe ich meinen Glauben verloren. Das ist ein Prozess. Als ich jung war, ich suchte immer nach Gott. Leben war romantisch. Das war einfach wie eine Illusion. Als ich Gedicht zu schreiben angefangen habe, ich habe zwei Parallelgemeinden. Die Hälfte von meinen Freunden waren ungläubig. Und die andere war religiös. Das könnte ich nicht, diese zwei Parallelgemeinden zusammenführen. Danach, ich war im Militärdienst. Was habe ich da, die wahres Leben gesehen? Was die richtig in Iran passiert ist? Nackt und aggressiv. Und dann, ich habe richtig meine Glaube verloren. Spitzt sich der Konflikt zwischen Behörden und Flüchtlingen zu. Immer verzweifelter dringen die Menschen auf eine Ausreise nach Deutschland oder Österreich. Viele suchen nun auf eigene Faust nach Auswegen. Boah, was? Was stinkt hier so? Fisch, Mann. Willst du nicht essen? Schein, ich sagte jetzt schon, nach dem Konzert. Fertig, raus. Nee. Wenn wir sehen, die Atmosphäre ganz freundlich ist. Aber kannst du nicht wissen, Atmosphäre gut oder nicht. Willst du dich selber in Gefahr bringen? Die Leute umarmen dich, machen Fotos. Roger Waters hat gesagt, wenn er keine Gitarre hätte, hätte er eine Waffe. Ich verstehe das mit jeder Phase meines Körpers. Wir sind im Kampf und du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder akzeptierst du, das Kämpfen ist nötig oder ist nicht nötig?
دو حالت داره، یا امشب باید اینجا با بمب بترکی یا باید شما بترکی. میشین ولی دل بده دیگه، ولی موقعی مردن شدی ساده باید بمیری، بلند شو بعدن. شب تو سیاه رنگ مرگ زخمی دست تو نمیشه، شبو از تو بس میگیرم میشه. یادمون میره، به خاطر همین ما باید تمرین بکنیم تا یادمون نره کسایی که اینجا هستن. مراقب باش دیگه، سر کلی نیه، چون البته اینجا ما همه خواهر برادر داریم الکی، ولی Ich will sofort schlafen, Mama. Ja, bist müde, ne? Ich bin müde, ja. Ja, wir gehen jetzt alle schlafen, sind alle müde. France has started 3 days of national mourning for the victims of terror attacks in the heart of the French capital. A wave of gun and bomb attacks has left 129 dead, with hundreds more injured. Most of those killed were attending a rock concert. Witnesses saying shooters walked through the building, killing people one by one. As the rescue operation got underway, amid widespread panic and confusion... Schager hat mich angerufen und er wollte mich treffen. Und dann hat er gesagt, ich kann nicht weitermachen. Ich habe mich entschieden, mit Schein nicht mehr zusammenzuarbeiten. Wenn du alle 2 Jahre eine Todesdrohung bekommst, für mich wurde es irgendwann zu viel. Ich habe in meinem Leben nicht viele Leute wie Schalke gesehen. Aber wenn ich jemanden vergesse, dann vergesse ich. Ich werde nie wieder mit Schalke in Kontakt bleiben. Ich habe bei Majid auch so gemacht.
ist schon ein bisschen gedauert, aber Majid hat mich enttäuscht. Drin sage ich mit mir, du arme Leute, du Weicheier, du unvernünftiger Mensch. Du kannst nicht mehr spielen, weil du schwach bist. Du musst zeigen, dass alles dir egal ist und dein Gefühl einfach verstecken. Weil diesem Gefühl macht dich schwach. Das Gefühl kann man nicht helfen. Ich habe bei meiner Mutter auch so was gemacht. More than 150 women have filed criminal complaints in Cologne, Hamburg, and Stuttgart alleging they were sexually assaulted on New Year's Eve. Victims claim the alleged attackers appear to be of Arab descent. It raises questions and fears about the flood of refugees who have entered the country. But authorities say there are no indications refugees were involved. While Trump defended his proposal seeking to block Muslims from coming to the United States. Because you're going to have many more World Trade Centers. Von 13 bis Viertel vor 2 ein Studio für uns reserviert wurde für ein Interview. Und jeder ist eingeladen, beim Interview mitzumachen. Er hat alles unter Kontrolle. Unglaublich. Wie war Deutschland so? 2008. Ich war auch parallel Asylbewerber. Ich wohnte auch immer noch im Heim. Es gibt nichts da oben. Du glaubst, was ist, Begriff Seele, gibt es das oder sind wir so Sternenstaub? Seele? Natürlich nicht. Stein, warum hast du das Fenster so gemacht? Ja, wegen die Leute unten sind. Wir haben einfach ein Angebot gegeben, dass die Flüchtlinge ohne Identität reinkommen. Weil ich auch solche Erfahrungen gehabt. Deswegen, das ist ein Geschenk von wir. Du kannst dich vorstellen, ich kann auch vorstellen, wenn ich allein einfach da stehen und die Leute beruhigen, ohne Security. Das kann ich machen. Ich organisiere heute mit dem Brit allein und versuchen wir etwas machen. Das, was er in seiner Musik rüberbringt, das ist wichtig für viele Flüchtlinge, die auch gerade aus diesem Grund dieses Land verlassen haben. Aber wenn Shahin im Iran spielen würde, kann man ruhig mit Millionen rechnen. Da kann ich mir gut vorstellen. Mama!
als ich hier nach Köln gekommen war. Die ersten zwei, drei Jahre war ein bisschen heftig. Ich war im Asylheim. Und ich arbeite bei einem iranischen Teppichladen. Dann habe ich plötzlich Silvester gesehen, die ganze Geschichte. Ich habe, als ich im Iran war, nie in meinem Leben sowas gesehen. اولا الان این کنسرت تموم شد آقا داد نزد وایس To all refugees, I hope you're thankful that you were here, and I wish you good night, okay? Ich meine so von, ich sag mal, Energie vom Publikum. Ja, ja, die waren aggressiv. Die waren echt aggressiv. Over the top. Was auch, wer sind sie? Fans. Nicht nur Fans. Ne? 150 Flüchtlinge. Das ist nicht wirklich. Ja. Und die sind ganz neu hier. Und wo kommt das? Das ist die Frage. Wo kommt das, diese Aggressivität? Ja, keine Ahnung. Wir müssen eigentlich eine Lösung finden bei solche, wenn wir solche Probleme haben. Tut mir leid, das zu sagen, aber ich habe das Gefühl, dass die nicht so leicht kontrollierbar waren. Viele Asylsuchende, die da waren. Wir brauchen Zeit. Ja. Im Augenblick sind die Flüchtlingszahlen etwa 3000 im Durchschnitt am Tag. Wie sehen Sie denn unter diesen Umständen die Sicherheitslage? Wenn eine Million Menschen kommen, da hat es nicht nur eine Million Gute, sondern da lässt sich nicht ausschließen, dass auch Terroristen mitkommen. Dieses Jahr hat mit Unfrieden begonnen und wenn Sie sich unsicher fühlen, dann sind Sie in bester Gesellschaft. Was davon ist? Es kommen sehr viele Menschen, die einen anderen religiösen, ethnischen, kulturellen Hintergrund haben. Und damit verändert sich das Land zum Schlechteren. Das ist ja das Problem. Ich lebe hier seit 10 Jahren. Plötzlich alles anderes geworden. Die Leute würden nicht gerne mit dir sprechen. Du fühlst dich im Visier, dass die anderen Leute dich beobachten. Das macht mich Angst, obwohl ich kein Muslim bin. Ich bin Ausländer. Musik.
mal an. I received a letter from my dad, and he says that for him, it's not right to be in a relationship with someone who doesn't believe in God. Er hat einfach alles über Gott gesprochen. Totaler Kontrast. Wenn du an Gott glaubst und wenn dein Gott so mächtig ist, woran hast du so Zweifel? Stellen wir vor, Gott existiert, dann der hat Funktion. Wir erwarten etwas von diesem Ding, dass er oder sie etwas machen. Aber er macht gar nichts. Nietzsche hat gesagt, der ist tot, symbolisch. Ich will nicht Gott einfach ablehnen. Das ist unnötig, wenn ich sage, Gott existiert nicht. Ich brauche ihn. Für mich, Gott existiert, aber schläft. Mich gesehen? Dann mach ich Tom-Tom. Ich wollte die nächste Konzert mit Majid spielen. Und ich hab Majid dieses Angebot gegeben. Und Majid hat eine großes Herz. Shahin Najafi treedt vanavond op met het Amsterdamse Philharmonisch Orkest om zijn solidariteit te tonen met de duizenden vluchtelingen die Europa binnenstromen. Najafi is een Iraanse muzikant tegen wie de berucht vat. Want die haat, kijk, als er iets gebeurt, die haat alles in de gaten. Want ze zijn mensen heel scherp, als ze zien dat ze allemaal zo zijn, vaak gelijk is met ze, ja, is allemaal formaliteit. Maar zoals jullie weten, we vermoeden dat misschien. Ik zit al op meter of vier van het podium af. Ja, en dus je moet echt wel een flink stuk lopen voordat je daar bent. Dus dan is er wel tijd om je te grijpen. Okay.
PBS, your home for independent film.